Ey, dann ist jetzt der Bossback, nennt mich eure Majestät. Umgeben von toxischen Bubbles, als hätte ich mich in Koljas Säure fast gelegt. Fahr mit 80 bei Nacht durch die Stadt, pumpt das Zuhälter-Tape. Das Zuhälter-Tape. Und heute habe ich was ganz was Feines für euch vorbereitet. Denn heute kommen die Kollega-Fans mal wieder voll auf ihre Kosten. Wir hängen ein bisschen hinterher mit den 100k-Reactions, ne? Und ihr wisst es ja, langjährige, treue Zuschauer auf meinem wundervollen, auf unserem wundervollen Twitch-Kanal können sich, wenn sie 100.000 Kanalpunkte haben, eine Reaction wünschen. Und ich weiß nicht genau, wer sie sich gewünscht hat. Die Mieze wird es mir vielleicht gleich hier reinschreiben. Biggie OG? Oder ne? Treue Zuschauer, genau mit D vorne, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wer es sich gewünscht hat. Zuschauer Sumaru hat sich das gewünscht. Der war ganz treu. Ganz treu. Okay, also Sumaru, das war der Moment, in dem Miete deinen Namen ausgesprochen hat. Mach dir das als Klingelton und du wirst ein erfolgreiches Leben haben bei jedem Anruf. Ja gut, dann starten wir rein. Die Punkte sind hier querbeet verteilt. Ich nehme an, ein Großteil der Punkte wird sich irgendwann hier wiederfinden. 9 Minuten Color-Reaction, Digga. Ich wollte Weihnachten eigentlich bei meiner Familie feiern und nicht hier im Stream. Mal gucken, ob wir davor fertig werden. Ich muss sagen, ach so, natürlich ist die Frage, kenne ich den Song? Ich kenne ja gefühlt so alle Songs von Kolle, ne? Aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich den Boss für so ein paar Jahre so ein bisschen aus den Augen verloren habe, weil ich vielleicht, ich will nicht sagen, satt gehört war oder so, aber weil ich einfach, ja auch, keine Ahnung, mein Leben war sowieso, wann kam der Song raus? Ich war komplett auf Abwägen halt, vor 9 Jahren, ja, Digga, vor 9 Jahren. Weißt du, was ich vor 9 Jahren gemacht habe, Digga? Ne? Also, ich kenne den Song zu 100%, kann mich aber zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit an gar nichts mehr erinnern und es fühlt sich hier auch gerade an, als würde ich zum ersten Mal in diesen Song reingehen. Natürlich, um das Ganze hier aufmerksam wie möglich verfolgen zu können, geht nichts ohne eine gewisse Dosis von meinem Partner Holy. Ich bin so drauf hängen geblieben auf diesen Hydration Drinks. Ich gönne mir heute wieder einen ganz leckeren Drink, den ich jetzt hier gerade nicht habe. Es ist Kiwi Strawberry Hydration Drink mit Kokoswasser, Mineralien und Elektrolyte. Digga, das Ding ist wirklich chockisell lecker. Hier schwimmen noch ein paar Reste von Eiswürfeln drin. Dann schmeckt es auf jeden Fall richtig geil. Könnt ihr ja gerne mal selber testen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich Mineralwassertrinker, gell? Ich trinke nur Mineralwasser. Eigentlich, ne? Aber Holy, das findet schon hier, also gerade diese Hydration-Drinks. Energy ist nicht so ganz mein Film, weil mich das manchmal zu sehr aus den Sesseln hebt. Aber so ein Hydration-Drink, Digga, 100% vegan, by the way, ne? Wir verkaufen hier keine Scheiße, Mois. Also rein da. Das Video sieht so aus, als könnten da die Lyrics stehen und das würde mich sehr erfreuen. Eieiei. Eieiei, oh wow, wow. Das ist ja. Digga, das ist ja. Ist es von. Das ist nicht von Rispo produziert, aber es könnte so hart von Rispo produziert sein. Das erinnert mich an so diese Boss der Bosse-Vibes. Das hat auf jeden Fall der Beat. Oh, Digga. Ich meine, ich muss euch nicht sagen, ich bin jetzt nicht so der Glockenfan, aber ich bin Fan von flächendeckenden Sub-Bässen und die haben wir hier. So sind die Bässen, Digga. Ich hab den Weitblick eines weißen Adlers. Seht, das Ende kommt rasend näher wie Geisterfahrer. Ich seh die Zeichen klarer, auch wenn die meisten es leugnen. Man muss nur in der Lage sein, die Zeichen zu deuten. Also, Stimme ist der Kolle, den ich mag. Ich hatte ein bisschen Befürchtung bei so einem, ich glaube, das wird ein ernster Track halt so, ne, aufgrund des Titels. Und bei ernsten Tracks kommt Kollega, oder bei so Power-Tracks kommt er manchmal in diesen, in diese Tonlage, von der ich nicht so ein großer Fan bin, aber das ist die Kolle-Voice, die ich mag. Und das Ende kommt rasend näher wie Geisterfahrer. Ich weiß nicht, ob ich bei anderen Leuten dafür 2 Punkte geben würde. Bei Kolle ist es halt so, es ist ein sehr guter Vergleich, ne? Aber bei Kolle denkst du halt so, ja. Aber das Ende kommt rasend näher wie Geisterfahrer. Das ist schon fast 2, aber ich gebe hier erstmal einen, weil ich sonst die Befürchtung habe, die Pinnnadeln könnten hier nicht ausreichen für den kompletten Song. Wie wenn Symbologen zum Psychologen gehen oder sich, nachdem sie die Bücher Moses lesen, Überdosen geben. Die Zeit, also warte. Man muss in der Lage sein, die Zeichen zu deuten. Wie wenn Symbologen zum Psychologen gehen oder sich, nachdem sie Bücher Moses lesen, Überdosen geben.
Psychologen gehen, Bücher Moses lesen, Überdosen geben. Und Überdosen schmeißen, so wie Silla auf der Kirmes. Psychologen gehen oder sich, nachdem sie die Bücher Moses lesen, Überdosen geben. Ich lese in verbotenen Texten von der Ach so. Ich würde natürlich jetzt gerne euch so wenig wie möglich im Bild sitzen bei den Lyrics, ne? Ich habe jetzt einfach mal optimistisch darauf predicted, dass unten links keine Lyrics kommen. Nachdem sie die Bücher Moses lesen, Überdosen geben. Ich lese in verbotenen Texten von der Rückkehr der Maya-Götter und sehe in mongolischen Steppen gigantische Kraterlöcher. Ja, Digga, ey, ich sag dir ehrlich, wir talk, ne? Also, ich bin hier, ich mache mir direkt den Space. Ich bin hier der Fachmann für Reime, Silben, Flows, Wortspiele, okay? Aber ich hab Angst, dass es so ein Kolle-Ding wird, bei dem ich so einfach vorgezeigt bekomme, wie dumm ich eigentlich bin auf manchen Ebenen, ne? Aber vielleicht kann diese Dummheit ein bisschen wettgemacht werden von meiner Analyse in Bezug auf die Texte. Denn hier, meine lovely friendos, haben wir wirklich einen unfassbar krassen Reim. Ich lese in verbotenen Texten von der Rückkehr der Maya-Götter und sehe in mongolischen Steppen gigantische Kraterlöcher. Also natürlich, Rückkehr der gigantische, reimt sich hier nicht, dieses Zwischending, ne? Aber die betonten Stellen reimen sich und das ist schon sehr, also das ist auf jeden Fall unfassbar krass. Bergen des argentinischen Nordens verschwinden Menschen in verborgenen Innengängen und Pforten von Inka-Tempeln. Mordende Ninja-Kämpfer ziehen meuchelnd umher im Auftrag zorniger Hintermänner eines Ordens von Ming-Anhängern. Hey, das ist du, Mann, für mich. Ich bin gerade im Stream, Digga, mir platzt jetzt schon die Schädeldecke. Alter, das ist wahrscheinlich einer der Tracks mit dem, nach Universal-Genie, wahrscheinlich so mit einer der krassesten Texte, was den Wortschatz und so anbelangt, ne? Und das, was ich halt immer so beeindruckend finde, ist, dass man so diese, so Inka-Tempeln auf Min-Anhänger. Benehmt euch! Oh, Tadli-Tad. Oh mein Gott, jetzt bin Tat ich. Tat nochmal! Oh, wow, wow, jetzt bin ich aufgeregt, Digga. Du kommst hier mit einem Bomben-Raid rüber, Digga. Oh, wow, wow, Tadli-Tad, my lovely Schatzi. What are you doing with me? What are you doing with me? Ich bin doch total aufgeregt. Also, ne? Ich versuche so gut es geht, meinen Job hier zu machen. Ich begrüße euch erstmal ganz lieb, ne? Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ihr auf einen Song reacted hat, wo Kollege einen Feature-Part hatte. Das freut mich natürlich sehr, ne? Ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Also wenn ihr Tuttle-Content sehen wollt, ne, da seid ihr hier sogar auch an der richtigen Adresse. Wie der Pizzalieferant vor meiner Haustüre. Denn wir ziehen uns später noch die Re-Reaction rein von Tuttle und machen quasi eine Re-Re-Re-Reaction. Und das wird bestimmt wieder süß und zartbitter. Und bis dahin geben wir uns ein Werk von Kollega, was, glaube ich, meine Synapsen Salsa tanzen lässt. Denn es ist in Sachen Wortschatz und Reimen, glaube ich, mit eines der krassesten Dinge, kann ich jetzt schon nach 52 Sekunden sagen. In verborgenen Innengängen und Pforten von Inka-Tempeln mordende Ninja-Kämpfer ziehen meuchelnd umher im Auftrag zorniger Hintermänner eines Ordens von Min-Anhängern. Ey, Digga, das ist genau das, was ich gerade sagen wollte, bevor der Baba-Raid hier reinkam. Allein die Worte, die er im Kopf hat, ne, sind schon krass. Und darauf aber Worte, die auf so einer genauso außergewöhnlichen Stufe stehen, zu finden, die sich dann auch noch reimen. Und es sind sogar noch Substantive. Das ist halt zu krass. Und davor, als wäre das nicht schon genug, hat er noch den Vorreim. Verborgenen Innengängen, Pforten von Inka-Tempeln, mordende Ninja-Kämpfer, zorniger Hintermänner, Ordens von Min-Anhängern. Ja, Digga, also ich sag dir ganz ehrlich, da muss ich ja 2 Punkte für geben. Alles andere wäre ja lächerlich, würde ich ja meinen, da würde ich ja meinen Job verlieren, du. Da würde ich mich selbst kündigen. Ja, Kämpfer ziehen meuchelnd umher im Auftrag zorniger Hintermänner eines Ordens von Min-Anhängern. Schon schlucken Physiker in Klapsen, Cyan-Kali-Kapseln. Die Regierung tut es ab als surrealen Schwachsinn. Im Südirak verschwanden Nuklearwissenschaftler. Aber über sowas schweige die Nachrichtenmacher. Doch ich. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass da kein perfekter Nuklearwissenschaftler reinkam. Schon schlucken Physiker in Klapsen, surrealen Schwachsinn. Physiker in Klapsen, Zyan, Kali, Kapseln. Alter, soll ich da wirklich Punkte für geben?
Ich hänge ja nur an der Tafel hier, wie früher. Der braucht ein bisschen. Moment. Scheiß auf Punkte. Ich glaube, ich scheiß in dem Fall auch auf Punkte, weil das ist eh schon voll lange so. Wenn ich nämlich Punkte gebe, habe ich immer das Bedürfnis, ich muss noch mal erklären, warum ich jetzt Punkte gegeben habe. Ne? Also das ist natürlich, was Kollege da jetzt inhaltlich von sich gibt, ne, da kann man sich dann wahrscheinlich irgendwann wieder die Frage stellen, ja, ist das jetzt, hat er jetzt den Aluhut auf oder stimmt das alles oder nicht? Aber davon mache ich mich komplett frei. Ich gehe, wie gesagt, nur aufs Lyrische und sonst was ein. Sei denn, es ist irgendwas, wo ich doch mal was dazu sagen muss. Begreif die Symbole, die schleichenden Omen, das Zeichen der Rose, das Auge in der 1-Dollar-Note. Sie sind einfach überall, so wie Feinstaubatome. Begreif die Symbole, die schleichenden Omen, die Zeichen der Rose, das Auge in der 1-Dollar-Note. Begreif das endlich. Überall erkenne ich die Handschrift der Freien. Sie sind einfach überall, so wie Feinstaubatome. Ich Sie muss sind die einfach Tafel überall, weglegen. So wie Feinstaubatome. Aber das wäre safe ein Punkt. Überall erkenne ich die Handschrift der Freimaurerloge. Ich sage heime Labore. Unter U-Bahn-Schächten, sie infiltrieren schleichend Regierungskreise von Supermächten. Besetzen weitläufig die Führungsriegen. Mega Kollege Flow. Besetzen weitläufig die Führungsriegen. Noch übersehen leichtgläubige Bürger diese einäugige Pyramide. Typischer Colleflow. Typischer Colleflow. Das ist so Kollegabetonung. Besetzen weitläufig die Führungsriegen. Doch übersehen leichtgläubige Bürger diese einäugige Pyramide. Ich hoffe, dass es meine Spezies versteht. Nur frage ich mich täglich, wie Spezies versteht. Schon gibt's in den Schweizer Bergen Alien. Auch krass. Spezies versteht, auch krass. Auch krass, Real Talk. Spezies versteht, nur frage ich mich täglich, wie Spezies versteht. Gibt's in den Schweizer Bergen Alien Camps, CNNs Paranoia, aber euer Präsident weiß um deren Existenz. Ich könnt's euch zeigen auf der Handycam, alles hier ist real, doch ich mach's Handy nicht an wegen des Satellitensignals. Schon lange ist mein iPhone am Knacken. Und ich hab keinen Bock auf Waterboarding und Reizstromattacken mit grauser. Aber das ist halt. Ich sag's ja immer wieder, bei so ernsten Songs, wo du so eine schwerwiegende Message rausbringen willst, ne, kommen die Reime oft an sekundärer Stelle so, weil einfach der Inhalt viel wichtiger ist als die Reime. Und dann gibt's halt Rapper, die können halt trotz der Message, die sie rüberbringen wollen, gute Reime schreiben. Und dann gibt's halt einen Kollege, der schreibt die perfektesten Reime, die es womöglich nur gibt. Ich wette, kein Generator, keine App, nix kann krassere Reime schreiben als das. Taser muss mich aus dem Staub machen stets, bevor sie mir auf die Spur kommen, wie Aufnahmetakes. Wie Aufnahmetakes, wie Aufnahmetakes. Unser blauer Planet ist dem Untergang geweiht. Der Plan der Erleuchteten ist jahrhundertlang gereift. Es ist so offensichtlich. Doch die Menschen verschließen die Augen und machen die Schotten dicht wie Grog und Whisky. Doch auch ja krasse Line, kennt man aber irgendwoher, aber natürlich mega geile Line, ne? Doch die Menschen verschließen die Augen und machen die Schotten dicht wie Grog und Whisky. Doch das Armageddon kommt, so sicher wie die Jahreszeiten. Auf einmal sieht man tote Fische im Atlantik. Wieder diese, das ist genau das, was ich immer predige, was ich auch dem Twizzy immer erzähle, wenn das ist ja nicht zwangsweise immer so, dass es dann ein Endprodukt gibt, aber wir schreiben ja viele Nachrichten über Reime und so, ne? Und jetzt hat er letztens zu mir gesagt, ich glaube, das war sogar live im Stream, dass er jetzt zu mir gesagt hat, ey, ich habe das nicht verstanden. Er weiß natürlich, was Vorreime sind, aber er hat diese Vorreime jetzt auch in seine Lyrik integriert, weil er einfach gemerkt hat, wie geil die sind, ne? Ich sag ihm auch immer, hau doch da mal ein Vorreim davor, Digga. Und das ist genau so wie hier. Doch das Armageddon kommt, so sicher wie die Jahreszeiten. Auf einmal sieht man tote Fische im Atlantik treiben. Witzeln uns auf Stasi-Weise, sitzen unter Nazi-Zeichen. Unter Meter dicken WLAN, dichten Schichten des Antarktikkreises. Überkrass. Ey, Bro, ne? Sie bespitzeln uns auf Stasi-Weise, sitzen unter Nazi-Zeichen, unter meterdicken, WLAN-dichten Schichten des Antarktikkreises. Es ist unfassbar krass geschrieben. Es ist kein Dreifachreim, eben nicht, der Wolf. Es ist, wenn du so willst, ich würde es so definieren, weil die betonten Stellen, die zähle ich als Reim. Sicher wie die Jahreszeiten, Fische im Atlantik treiben, spitzeln uns auf Stasi-Weise, sitzen unter Nazi-Zeichen, unter Binnenreim, meterdicken, WLAN-dichten, Schichten des Antarktiskreises. Dichter hart wie Platinscheiben.
Gesichter hart wie Platin-Scheiben. Arbeiten Vor- und Nachteile von Staatspleiten und Berichten von Galaxisreisen. Und Berichten von Galaxisreisen. Ey, das ist Endstufe. Das ist genau wieder so eine Nummer, ne? Wo ich mich bei Kolle wirklich, wo ich wirklich da sitze und frage, also wie geht das? Wie kann man, das ist halt für mich nicht, das ist eine Lyrik, die ist nicht menschlich so, ne? Das tut mir jetzt wieder leid, dass ich das jetzt so sagen muss, weil natürlich das ist für die Hater wieder gefundenes Fressen, die mir dann sagen können, Digi, nimm den Spatz aus dem Mund. Aber ey, ich muss dazu stehen, das habe ich auch schon vor 100 Jahren gesagt, als ich auf Kolle reacted habe. Das ist zu krasse Lyrik, Alter. Diese Vorreime, dieser Wortschatz, allein die Substantive, die er nimmt. Den Vorreim, den er mitnimmt. Dritten Weltbasmati-Reis zu Gratispreisen, doch wollen die Erde schon vernichten seit Irakkriegszeiten. Real Talk. Das ist zu krass. Und das Allerkrasseste ist dabei, dass er auch noch diese Message darin vertritt. Ob man die jetzt mag oder nicht, ne? Ob man Kolle auch dann mag oder nicht, sei dahingestellt. Wie eine Zimmerpflanze ist. Oder Litfaßsäulen. Sei dahingestellt wie Litfaßsäulen und Zimmerpflanzen. Aber das lyrisch nicht anzuerkennen, ist für mich einfach Hate. Also du musst, jeder, der das versteht, ne, es gibt für mich so, entweder du verstehst, also wenn du es verstehst, entweder du verstehst es, dann musst du es feiern. Oder es zumindest anerkennen, dass es Endstufe ist, 11 von 10. Oder du verstehst es einfach nicht. Was ja auch nicht schlimm ist, ist ja auch eine anspruchsvolle Lyrik, so Real Talk. Spende der dritten Welt, was macht die Reis zu Gratispreisen? Doch wollen die Erde schon vernichten seit Irakkriegszeiten. Sie glauben, dass niemand sie findet in ihren Verstecken wie der fliegenden Insel am tiefschwarzen Himmel. Und sie beraten, wie man die Industriestaaten mit Chemiewaffen überziehen kann, wie Kreditkartenlimits. Genau, diese, ja. Also ich will mich jetzt nicht ständig wiederholen, so, das ist wahrscheinlich der ganze Track geht in diese Richtung, ne? Und dass ich da nach jeder Zeile irgendwie euch einen Roman ans Ohr babbeln könnte, das wisst ihr auch alle. Es ist aber einfach Outer Space, Digga. Real Talk. Denn von Irrfahrten zu diversen Planeten, von den fremden Universen verkehrenden gummiähnlichen Wesen, die die Galaxie. Flow, ja, das war schon immer bei Kolle so. Mich hat's nie gestört. Aber das ist der Punkt, wo halt Leute sagen: Boah, Kollege, Flow-Fehler und so, ne? Kolle rappt Offbeat und so. Könnte man hier vielleicht schon nachvollziehen, woher so Dinge kommen. So Aussagen. Diversen Planeten, von den fremden Universen verkehrenden gummiähnlichen Wesen, die die Galaxie befahren wie Piraten und von fremden Welten Besitz ergreifen, so wie Parasitenarten. Alle, die was sagen, werden von Mafia-Gs geschlagen und gefoltert, bis sie einknicken wie Karabinerhaken oder... Oh. Karabinerhaken, da hättest du jetzt, hätte ich noch substantive Reime, da könnt ihr gerne mal in den Kommentaren mitraten. Karabinerhaken, Mandarinenschalen, Ballerina-Latschen, hatte ich auch mal irgendeine Reimkette mit und ich hatte noch einen, der ist jetzt aber ein bisschen unsauber, aber kann man slangen, Fantasieromane. Sie lassen La Martina. Sie von Assassinen jagen, denen sie weismachen, dass sie nach dem Tod das Paradies erwartet. Grenzte Ballerspielszenarien, die Anarchie ist nah. Bald trifft uns laut Satellitendaten ein Asteroidenhagel. Hier wird kein Kollateralschaden vermieden. Sie wollen durch Erderosion die Kontinentalplatten verschieben. Ich sag dir ganz ehrlich, du kannst jetzt 10 durchschnittliche Deutschrapper nehmen, ne? Und die haben in ihrer ganzen Diskografie nicht so viele außergewöhnliche Worte gewählt, wie Kolle jetzt nach 3 Minuten 25. Es ist Fact, Digga. Also, das ist, Junge, was für Worte, es ist halt zu krass. Ich weiß nicht, wie das, also, als Rapper, man überlegt ja auch oft so nach schönen Worten, wie auch, by the way, beispielsweise meine Reimkette so mit, was rapp ich da nochmal? Du bleibst, obwohl du Kamasutra-Bücher liest. Da bin ich schon voll stolz drauf. Obwohl es nicht mal ein Substantiv ist. Kamasutra-Bücher liest. Tabaluga-Plüschkostüm. Barracuda-Fischfilet. Da bin ich schon so, da denke ich schon, okay, geil, Alter, ne? Und das ist einfach, das sieht neben dem aus, Digga, wie ein kleiner Bruder, der so cool sein will wie sein Großer. Ihr Plan ist das Ausradieren von Millionen Leben. Alles im Auftrag eines außerirdischen Zyklopenwesens. Den Adler da weg! Ich bin auf Mission, bewege mich durch eisige Ödnis. In einiger Höhe ein paar kreischende Vögel, peitschende Böen, einsame Strauchgewächse. Mittendrin eine Secret Area militärischer Baukomplexe, wo Army-Kampffahrzeuge fahren. Wo Army-Kampffahrzeuge fahren? Panzerfäuste und Pumpgunläufe aus Palisanderbäumen ragen. Army-Kampffahrzeuge fahren, Palisanderbäume ragen.
Bro. Guck mal, er macht noch weiter. Palisadenzäune tragen Warnhinweis. Ach nee. Wo Panzerfäuste und Pumpgunwerfer aus Palisanderbäumen ragen. Palisadenzäune tragen Warnhinweisschilder. Schwenkbare Objektive übertragen Kamerabilder. Ich lieg versteckt hinter Büschen, werfe einen dicken Ast in Richtung selbstauslösender Gatling-Geschütze. Es fallen etliche Schüsse, danach hektische Schritte. Zwei Wachmänner betrachten das Areal mit skeptischen Blicken. Im nächsten Moment lande ich nach einem technisch geschickten Hechtsprung inmitten der beiden, die ihre Techs auf mich richten. Doch bevor mich noch Kugeln umschwingen. Jetzt ist so, das ist die erste Stelle, wo ich sagen muss, vielleicht sind da, auch wenn das natürlich auch krass ist, wo die Wortwahl ein bisschen nachgelassen hat für eine Mini-Passage. Das ist überhaupt nicht der Rede wert, aber ich fühle mich gerade dazu irgendwie genötigt, das auch sagen zu müssen. Einfach Männer betrachte das Areal mit skeptischen Blicken. Im nächsten Moment lande ich nach einem technisch geschickten Hechtsprung inmitten. Nach einem technisch geschickten. Selbst in so einer Ausnahmesituation lässt sich der Boss natürlich nicht lumpen und ist bereit dazu und absolut in der Lage, noch einen technisch geschickten Hechtsprung inmitten der beiden Leute zu machen, die ihre Tags auf ihn richten. Der beiden, die ihre Tags auf mich richten. Doch bevor mich noch Kugeln umschwirren wie lästige Mücken, kick ich sie mit paar heftigen Tritten in dreckige Pfützen. Und beide versuchen noch im Fallen ihre Messer zu zücken. Doch zwei, drei lästige Griffe und schon brechen Genicke. Lästige Griffe, das ist Boss-like. Schon lästige Griffe und schon brechen Genicke. Fallen ihre Messer zu zücken. Doch zwei, drei lästige Griffe und schon brechen Genicke. Am pechschwarzen Himmel kreist eine Roboterdrohne. Ich greif zur Shotgun-Kanone, es bleibt nur Schrott auf dem Boden. Dann fahr ich ran ans Gebäude, versteckt unter der Karosserie eines Panzerfahrzeuges, weil ich Kamerascheu bin. Das ist lustig, da kommt gerade ein bisschen diese Boss-Attitude mit gepaart mit diesem Humor rein, das ist witzig. Karosserie eines Panzerfahrzeuges, weil ich Kamerascheu bin. Weil ich Kamerascheu bin, weil ich Kamerascheu bin. Ich seh flackerndes Leuchten, lasse mich fallen, roll mich zur Seite im Innern einer gigantischen Halle voller Wissenschaftler, technische Anzeigen und Monitore, allerlei Gerätschaften und abzweigende Korridore. Anzeigen und Monitore, abzweigende Korridore. LEDs verleihen allen einen leicht bläulichen Glanz. Überall sieht man das Symbol des einäugigen Drangen. Ein bleichhäutiger Mann mit zweiläufiger Pumpgun durchquert patrouillierend einen weitläufigen Gang. Eine schöne Reimsetzung. Er nimmt nicht ein bleichhäutiger Mann mit zweiläufiger Pumpgun. Man denkt, er macht den Bam-Bam-Reim. Aber er nimmt ein A weg und bleibt dann bei dem bleichhäutiger Mann mit zweiläufiger Pumpgun. Durchquert patrouillierend einen weitläufigen Gang. Ich nehm die Uniform, betreten eine Halle voll Starkstrommagneten und mit Smartphone-Geräten lenkbare Atomraketen. Hier entwickeln sie. Warte mal. Starkstrommagneten, Smartphone-Geräten, Nahtoderlebnis. Strommagneten und mit Smartphone-Geräten lenkbare Atomraketen. Hier entwickeln sie säurehaltige Beretta-Kugeln, machen an Menschen Testversuche mit der Tesla-Spule, konstruieren hybridartige Cyborg-Menschen mit der Kampfkunst überragendster südostasischer Thai-Box-Champions. Ey, warte mal. Hybridartige Cyborg-Menschen südostasischer Thai-Box-Champions. Im Aussehen einer brandheißen Japan. Junge, das wäre bei mir, ich sag dir ganz ehrlich, das ist auch bei ihm, das ist natürlich in höchsten Tönen nur positiv gemeint, aber dieses, ich will nicht sagen Wegschmeißen der Lines oder so, ne? Aber das war auch immer für mich so krass, dass er einfach hier so, auch bei den ganzen Outros, das ist auch immer für mich so krass, dass er so 9 Minuten jetzt hier am Stück rappt und da so alles, also, wo du so denkst, Junge, heb dir doch, du könntest doch jede zweite Zeile so überkrass auf einem anderen Track platzieren, dass sie womöglich viel mehr Anklang finden würde. Und er schiebt sie einfach dazwischen so, ne? Als wären es nicht schon genug 1000 andere krasse Bars hier. Ich höre den Song nicht zum ersten Mal, FB, FCB, aber gefühlt zum ersten Mal. Also ich weiß, dass ich den schon mal gesehen habe, aber es fühlt sich gerade an, als würde ich ihn zum ersten Mal hören. Aber zu sagen, ich höre ihn wirklich zum ersten Mal, wäre nichts als eine Lüge! Ich sehe eine mit Kampfschrei und Katana klingen, angreifen wie Adler schwingen. Doch Kampfschrei und Katana klingen, angreifen wie Adler schwingen. Brandheiße Japanerinnen. Kampfschrei und Katana klingen, angreifen wie Adler schwingen. Brandheißen Japanerinnen, ich sehe eine mit Kampfschrei und Katana klingen, angreifen wie Adler schwingen. Doch als ihr meine Punchlines in die Adern dringen, legt ihr die Schwerter nieder, denn sie wirken wie Formen von den Erzmagiern. Der nächste Raum ist in hellem Rot erleuchtet. Dort liegt ein Wesen mit Elektrodenschläuchen in der Ellenbogenbeuge. Drumherum steht ein Forscherteam mit Bohrmaschinen bewaffnet und macht sich an seinem Vorderkiefer zu schaffen. Das ist so krass hier.
Herr Tadel, bist ja noch hier, mein Friend. Schön. Das Video habe ich damals sehr gefeiert. Ja, ich achte gar nicht so krass aufs Video gerade. Ich krieg sonst hier ein Burnout so gefühlt. Dann sehe ich nebenan in dichten Nebelschwaden, in grellem Neonlampenlicht, Laserstrahlen blitzen in einem Raum, wo sie Alien atmen, die sie mit Nekromantenkünsten in Petrischalen. Was sind denn Nekromantenkünsten? Züchten, Chemikalien. In Petrischalen züchten, Chemikalien spritzen, Nekromanenkünsten. Nekromanten. Wo sie Alien atmen, die sie mit Nekromanten Künstlern in Petrischalen züchten. Chemikalien spritzen, nicht verpassen, im Säbelzahn bestückten Genmutante mit Elefantenrüssel, per Heliumflasche, Schädel, Basisbrüche und. Vom Flow ein bisschen holperig, aber die Reime bitte, ich will mich nicht wiederholen, bitte entweder checkt es oder nicht. Säbelzahn bestückten Genmutante mit Elefantenrüssel, per Heliumflasche, Schädel, Basisbrüche und dann ist es so. Na, warte mal. Nein, ich muss es sagen. Warte mal kurz. Das ist ja wieder, ich hab den Vorrat. Guck mal, Junge. In einem Raum, wo sie Alienarten. Ich zähle jetzt einfach mal mit. Die sie mit Nekromantenkünsten in Petrischalen züchten. Chemikalien spritzen. Warum habe ich jetzt hier nur 12? Also, es reimt sich auf jeden Fall Alienarten auf Petrischalen, Säbelzahnbestückten, Heliumflasche, Alienarten, Petri. Allein da sind Substanz. Junge! Guck mal, alle, einfach so als mittendrin Vorreim definierst, wie du es magst. Alter, einfach so voll die heftigen Substantivreime. Alienarten auf Heliumflasche, Elefantenrüssel per Heliumflasche, Schädelbass. Hör auf, Digga, ich kann das nicht mehr. Petrischalen züchten, Chemikalien spritzen, nicht verpassen, im Säbelzahn bestückten Genmutante mit Elefantenrüssel, per Heliumflasche, Schädelbasisbrüche und dann ist es soweit. Ein Geschöpf kommt reingelaufen, ein gigantisches Antlitz blickt mich an mit nur einem Auge. Mit seinem einen Auge, Digga. Versucht mich zu beschwören, doch ich kann den Bann brechen, es folgt dreckige Kampf-Action, wie beim Schlammcatch. Oh, Schlamm, es folgt dreckige. Oh, da hab ich eine Verbesserung. Es folgt dreckige Kampf-Action, als wäre es Schlammcatchen. Dann hätte er noch die E-Silbe davor gehabt, die E-Silbe. Oder er nimmt ein anderes Wort für dreckige. Es folgt dreckige Kampf-Action, wie beim Schlammcatchen. Es folgt beispielsweise fiesere Kampf-Action, wie beim fiese Kampf-Action. Ne, es folgt fiese Kampf-Action, wie beim Schlammcatchen. Da hat er auf den Vorreim nicht keinen Wert gelegt. Oh, wow, wow. Und Schlammcatchen ist ein Reim, da kann man auch zum Beispiel noch so schönes was reimen wie. Ich mach mit Kampflespen im Planschbecken Schlammcatchen. Ich ramm ihm Messer in die Handfläche, zerschmetter seine Kniescheibe, zerschmetter seine Rippen, zerschmetter seine Schienbeine, gib ihm nach einem Ausfallschritt einen Roundhouse-Kick. Er geht zu Boden, ich steige ein in ein Raumfahrtschiff. Feuer mit Laserkanonen auf das abscheuliche Wesen am Boden und alles geht hoch, ich vernehm Explosionen. Und noch bevor alles in die Luft fliegt wie Vogelschwärme, nach dem Schuss eines Schrotgewehres schafft er die Flucht in die Chronosphäre. Den Adler da weg! Den Vogel da weg! Ich steh zwischen großen Bergen auf nem Felsvorsprung, blick auf eine zusammenbrechende Weltordnung. Ich kam grad noch weg schon. Beginnt in jedem Winkel der Welt da draußen das Armageddon. Irgendwo aus der Bosporus-Passage schwadronieren marodierende Roboter-Soldaten und stark mutierte Komodo-Warane mit Oktopus-Tentakeln in das Staatsgebiet des naheliegenden Kosovo-Albanien. Ey, Digga, warte mal ganz kurz. Ne? Also jetzt, ne? Ich brauch dazu nichts sagen. Also jetzt, ey, guck mal. Ey, Junge. Aus der Bosporus. Warte mal. Bosporus-Passage. Schwadronieren marodierende Robotersoldaten und stark mutierte Komodo-Warane mit Oktopus-Tentakeln ist das Staatsgebiet des naheliegenden Kosovo-Albaniens. Charismatische NATO-Ratsmitglieder stehen unter Zwang. Ey, Digga, das ist wirklich nicht normal. Ey, das ist wirklich nicht normal. Charismatische NATO-Ratsmitglieder, asiatische Staat. Stradivari-Spiele. NATO-Ratsmitglieder, Stradivari-Spiele. Also, bitte. Passage, warum hättest du jetzt für mein Rap-Tutorial nutzen müssen, eigentlich, Alter?
Aber das ist Endstufe, da hat ja gar keiner mehr Bock, rappen zu lernen, wenn du denkst, das ist hier irgendwie die Norm oder, ne? Da draußen das Armageddon. Irgendwo aus der Bosporus-Passage schwadronieren marodierende Roboter-Soldaten und stark mutierte Komodo-Warane mit Oktopus-Tentakeln in das Staatsgebiet des naheliegenden Kosovo-Albanien. Zu krass. Charismatische NATO-Ratsmitglieder stehen unter Zwang des Wunderklangs. Stehen unter Zwang des Wunderklangs. Junge, das ist so perfekt, diese Zeilen hier. Das ist so perfekt, auch diese Binnenreime. Nicht nur Bosporus-Passage auf Roboter-Soldaten, Kommodo-Varane, Oktopus-Tentakeln, Kosovo-Albanien, sondern auch die Binnenreime. Schwadronieren, marodierende, stark mutierende, stark mutierte in das Staatsgebiet des naheliegenden. Also Feierabend, Digga. Asiatischer Stradivari-Spieler, patriarchische Nazi-Staatenführer attackieren Stalingrad mit martialischen Kamikaze-Fliegern radikal. Hey Junge, ich weiß ja gar nicht, was soll ich, alter Digga, ich kann die Silben hier gar nicht zählen. Patriarchische Nazi-Staatenführer attackieren Stalingrad mit martialischen Kamikaze-Fliegern radikal. Karl-islamische Partisanenkrieger brennen den Vatikan und Zentral. Kathedrale nieder, kroatische Drogen. Islamische Partisanenkrieger brennen den Vatikan und zentraleurasische Kathedralen nieder. Kroatische Drogenkartelle bekriegen Dromedarfälle, tragende botswanische Nomadenstämme. Erste Cholera-Fälle erreichen verbreitet durch Tomaten mit Kolibakterien, wohlhabende Nobelpaläste. Ich stehe in Sachen Schurken zum Mond, jagen an oberster Stelle und doch auf aus einer hochragenden Ozeanwelle. Also das ist wirklich, ich muss sagen, so vom Sound her, vom Track her ist es natürlich, es ist jetzt nicht so meins. Das ist natürlich aber auch, das steht bei dem Song gar nicht im Vordergrund so, ne? Das ist ja, manche würde sagen, jetzt voll der Vibe-Song, Alter. Den höre ich, wenn ich chill so bin. Das ist so ein Song, den höre ich, wenn ich abends eine Shisha rauche, ein bisschen zock, ne? Das ist so ein Song, den ich höre, wenn ich nicht so genau hinhören muss, so. Wenn man sich einfach nicht viel Gedanken machen muss, einfach wenn man ein bisschen chillt mit seinen Homes, ne? Dann kann man den so nebenbei hören, so. Das ist der Track für mich hier gerade. Ich sag dir ehrlich, du kannst den krassesten Tutoren auf der Welt in sämtlichen Leistungskursen, ne? Also natürlich jetzt nicht, wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, Chemie-Leistungskurs, aber wenn du, selbst wenn du, ich glaube, selbst wenn du das in deinem Geschichtslehrer, der schon, weiß ich nicht, gefühlt ein Jahr vor der Rente ist und so alles schon weiß und gesehen hat, wenn du dem das zeigst, ich glaube, für den ist das Geschichte-Game revolutioniert. Und wenn du das wenn du das einem Deutschlehrer zeigst, der muss doch einfach, also du kannst mir doch nicht erzählen, dass man das dann nicht anerkennt. Zum Mond jagen an oberster Stelle und doch auf aus einer hochragenden Ozeanwelle. Der südpazifischen Tiefsee fliegt mit Dynamit, abschieße den Düsenfliegern über die Pyramiden von Gizeh. Übertriebene Kriegs, ich schieß mit Plasmakanonen und Pumpgun-Patronen so groß wie Wassermelonen auf Kampfbataillonen. Auch das ist so geil, dass er so die Nominativreime, die Substantivreime. Das zieht sich so nur hier Plasmakanonen, Wassermelonen, Pumpgun-Patronen, Kampfbataillone, Panzerschwadrone. Plasmakanonen und Pumpgun-Patronen, so groß wie Wassermelonen auf Kampfbataillone. Und inmitten umherfliegender Uzi-Salven-Cruise-Missiles auf Panzerschwadronen. Es gibt noch andere Rebellen. Ich suche nach ihnen in U-Bahn-Linien vom Ruhrgebiet bis zur Ukraine. Errichte ein Camp in den Gewölben einer Burgruine. Entwickle im Untergrund eine Submarine-Flugmaschine, mit der ich die Welt überflieg wie Buchkapitel und mich von jetzt auf gleich in Luft auflöse wie Rußpartikel. Und dann finde ich ihn in der pompösen Hollywood-Villa in Gestalt eines monströsen Zombie-Gorillas. Jetzt so, Junge, wirklich wahr. Hier wieder pompöse Hollywood-Villa auf monströse Zombie-Gorilla. Alle Dinge. Ich ihn in der pompösen Hollywood-Villa in Gestalt eines monströsen Zombie-Gorillas mit einem Auge. Es ist wirklich, mich begeistert das. Wirklich, ich kann es euch immer nur sagen. Mich begeistert das. Ich finde, das ist Endstufe einfach. 1 Million Facebook-Fans exclusive. Und macht diesmal kurzen Prozess. Er taumelt, als in seinem Auge ein Wurfmesser steckt. Und ich glaube an Lava, also ramme ich einen angespitzten Baumstamm dicken Pfahl in das Auge des Dajjal. Auch mega vom Ästhetischen. Und ich glaube an Allah, also ramme ich einen angespitzten Baumstamm dicken Pfahl in das Auge des Dajjal. Und der liegt wie ein Tierkadaver da. Die Welt ist noch nicht gerettet, aber der Widerstand erstarkt. Ja, Digga.
Kennpaar, ja, ich gehe schwer davon aus, dass es auf YouTube kommt. Ja. Aber so fragen immer am besten die Mieze, weil wenn ich es jetzt nicht selber wissen würde, würde ich auch die Mieze fragen. Ich habe alles gesagt, Digga. Ich kann jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Es ist mit nichts zu vergleichen. Also es gibt niemanden, der so eine Lyrik an den Tag legt. Es gibt keinen. Nicht mal im Entferntesten. Nicht mal annähernd. Once again, back is the incredible.